Mit großen Augen läuft Eva Pattberg durch den Themepark auf der Heimtextil. Hier präsentiert die Messe die neuesten Trends in Sachen Wohntextilien und Einrichten. Eine Quelle der Inspiration für das 36-jährige Model, denn Pattberg hat vor kurzem selbst eine Interior-Kollektion entworfen. 160 Teile, von Kissen über Bettwäsche bis hin zu Sesseln. Alles im Stile des Bohemian Chic. Heimtextiliendesign, das war für Eva ein lang gehegter Traum, denn dort konnte sie ihren zahlreichen Ideen gänzlich freien Lauf lassen. Mir persönlich fällt es sehr leicht. Ich bin halt ein Mensch, der sich sehr schnell inspirieren lässt von seinem Umfeld. Ich reise viel, ich sehe viel und kann das halt bei solchen Projekten kreativ umsetzen, worüber ich sehr dankbar bin, dass ich diesen Output überhaupt habe und dass man mir die Möglichkeit dazu gibt. Und ich finde immer, Inspiration kann von allen Seiten kommen. Die muss man nicht wirklich suchen, die kommt zu einem und wenn man mit offenen Augen durchs Leben läuft, dann kriegt man die ganz schnell mit. Inspiration holt sich Eva aber nicht nur auf ihren Touren durch die Welt, sondern auch aus ihrer Kindheit. Da gibt es zum Beispiel ganz konkret ein Teil, das hatte meine Oma früher in ihrem Wohnzimmer hängen. Und ich glaube, ganz viele von uns kennen das noch aus ihrer Kindheit. Das sind diese Makramee-Blumenhänger, diese Blumenampeln aus geflochtenem Bast mit Holzperlen drin. Und das war irgendwie so ein Ding, wenn ich an das Wohnzimmer meiner Oma denke, dann denke ich an dieses Teil. Und ich habe gesagt, okay, es kam dann, als wir die Kollektion entworfen haben, schon so auf, dass sich dieser Trend entwickelt. Und er war so am Entstehen und gesagt, okay, das müssen wir mit reinnehmen. Weil ich glaube, wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige, der das so geht, dass sie irgendwie eine Verbindung dazu hat. Eben ganz bodenständig, aber schick. So mag es Eva, die mal in Berlin, mal in der Uckermark lebt, auch im Privatleben. Für mich ist das Wichtigste erstmal, wenn man bei mir zu Hause ins Wohnzimmer kommt, dass es gemütlich ist. Ne? Also ich möchte einfach für mich, dass ich mich fallen lassen kann, dass es eine gewisse Art von Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlt, aber auch für meine Gäste, die ich empfange. Und ich bin jemand, der gerne Leute zu sich nach Hause einlädt. Ich koche abends für Freunde oder wir haben auch Leute, die dann zum Übernachten kommen, egal ob nach Berlin oder in die Uckermark. Da ich selber viel auf Reisen bin und weiß, was für mich so wichtig ist, wenn ich irgendwo unterwegs bin, versuche ich das dann eben zu Hause auch meinen Gästen und mir selber auch mitzugeben. Ne? Und dazu gehören ganz viele Stoffe und unterschiedliche Materialien und Strukturen. Davon gibt es auf der Heimtextil jedenfalls genug. Inspiration für Eva, soweit das Auge reicht.